Hanfkalk, VS, Hanflehm. Was sind die Unterschiede und wann kommt was zum Einsatz? Hanfkalk erfährt neuen Aufwind. Es gibt den sogenannten Ortshanf, also Hanfschäben, und der Kalk wird vor Ort gemischt. Es gibt den Sprühhanf, also Hanf wird in eine Schalung eingesprüht, und es gibt die Hanfsteine, perfekt für Neubauten oder als Innenwanddämmung. Doch was ist mit dem Hanflehm? Ist Hanflehm überholt? Wo kommt der Hanflehm noch zum Einsatz und was sind die Unterschiede zum Hanfkalk? Das schauen wir uns in diesem Video an. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus. Heute schauen wir uns den Hanfkalk und den Hanflehm etwas genauer an. Kommen wir als erstes zum Thema Festigkeit. Der Hanfkalk bindet ja durch Karbonatisierung langfristig vollständig aus und erreicht dadurch natürlich eine höhere Festigkeit als der Hanflehm. Hier härtet der Kalk nämlich vollständig aus und ist im Vergleich zum Hanflehm nicht reversibel. Von der Verarbeitung her sind beim Hanfkalk, beim Stampfen und beim Sprühen strenge Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Da Kalk ja sehr alkalisch ist, also auch schimmelhemmend, was sehr positiv ist, kann es durch die Alkalität aber auch zu Verätzungen kommen. Deswegen sollte man immer lange Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. Beim Hanflehm ist die Verarbeitung hingegen sehr entspannt. Man kann ohne Handschuhe und Brille arbeiten und kann den Hanflehm auch richtig mit der Hand anfassen. Jedoch habe ich persönlich auch schon beobachtet, dass wenn ich den ganzen Tag mit Hanflehm arbeite, dass es da auch besser ist, Handschuhe zu tragen, also zumindest kurze für die Finger, weil der Ton doch die Hände austrocknet, weil der entzieht einfach der Umgebung so viel Wasser. Und wenn man dann den ganzen Tag mit Hanflehm arbeitet, dann trocknet das meiner Erfahrung nach auch die Hände aus. Hanfkalk kann man auch sprühen und das kann man mit Hanflehm nicht machen. Und das ist ein wirklicher Vorteil vom Hanfkalk, gerade wenn es um Zeit geht. Beim selber Stampfen in eine Vorsatzschale oder beim Steine selber herstellen, also Hanfkalk oder Hanflehmsteine, finde ich es hingegen deutlich angenehmer, mit Hanflehm zu arbeiten, wenn man eben nicht diese Sicherheitsvorkehrungen treffen muss. Thema Lastabtragung. Ist Hanfkalk oder Hanflehm lastabtragend? Nein, offiziell nicht. Offiziell sind beide Arten noch nicht lastabtragend, sage ich mal. Weder maschinell hergestellte Hanfsteine noch Hanflehm hat eine Zulassung als tragende Wand. Trotzdem gibt es Pilotprojekte von beiden Arten. Man sagt auch, dass Hanfsteine sehr wohl lastabtragend seien, aber es ist halt offiziell noch nicht zugelassen. Beim Hanflehm gibt es zum Beispiel die 600er Hanflehmschüttung, wo wir auch selber vom Naturbaustoffhaus schon eine tragende Wand aus Hanflehm errichtet haben. Und das geht dann aber in den Bereich experimentelles Bauen, also dafür gibt es noch keine Zulassung. Ja, und wie sieht es jetzt eigentlich mit der Wärmeleitfähigkeit aus? Der Hanflehm hat einen U-Wert von 0,071. Und ein maschinell hergestellter Hanfstein hat ebenso einen U-Wert von 0,071 Watt durch MK. Also hier sind beide Arten wirklich absolut gleichwertig. Wann kommt jetzt was zum Einsatz? Meiner Meinung nach, und so empfehle ich es auch fast immer in meinen Beratungen, kommt beim selber Stampfen und beim selber Steine herstellen der Hanflehm zum Einsatz. Apropos Hanflehmsteine selber herstellen. Hier oben gibt es ein Video dazu, wie man das macht mit Hanflehm. Denn beim Hanflehm kann ich viel entspannter arbeiten, brauche keine Schutzbrille etc., keine Gefahr vor Verätzung. Auch als Innenwanddämmung würde ich in der Regel den Hanflehm vorziehen, da ich es einfach als einfacher empfinde, diesen in die Vorsatzschale entweder erdfeucht oder halbtrocken einzubringen, als da die Hanfsteine davor zu mauern. Wenn ich jetzt aber eine Hanfmischung sprühen will, aus Zeitgründen zum Beispiel, dann kommt nur der Hanfkalk in Frage, denn es gibt, soweit ich weiß, keine Sprühtechnik für den Hanflehm.
Habe ich jetzt einen Neubau, dann finde ich die Hanfsteine, also Hanfkalksteine, wieder absolut super und das macht voll Sinn. Man kann sie sehr schnell verarbeiten und man hat im Vergleich zu herkömmlichen Steinen einen unfassbar guten U-Wert. Man kann innen dann gleich weitermachen mit einer Wandheizung und diese dann mit Lehm verputzen zum Beispiel. Und im Außenbereich kann man zum Beispiel einen Naturkalkputz verwenden. Also gerade im Neubau, die Hanfsteine, das ist eine unfassbar gute Innovation, die in den letzten Jahren auf den Markt kam und wo hoffentlich auch immer mehr zur Anwendung kommt. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du kennst jetzt die Unterschiede zwischen Hanfkalk und Hanflehm. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne diesen Kanal und du verpasst keines unserer neuen Videos mehr. Hier findest du noch das Video, wie man einen Hanflehmstein selber presst. Schau da gerne mal rein und falls du eine Frage hast, schreib es gerne in die Kommentare. Wir beantworten jede Frage. Viele Grüße, euer Lukas von Naturbaustoffhaus. Ciao, ciao.